Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Secret Files 2 Tunguska. Ja, wir stehen jetzt noch genau am gleichen Ort, wo wir eben aufgehört haben. Beziehungsweise für euch ist es wahrscheinlich der Tag vorher, also in der letzten Folge. Wir wissen eigentlich nur, dass die Wache theoretisch hier drin sein sollte, weil hier möchte er nicht dran vorbei. Aber dieses Wurfgeschoss, also dieses Blasrohr können wir trotzdem nicht benutzen. Ich verstehe Ein nicht, nahezu wieso. perfektes südamerikanisches Blasrohr. Ja, aber warum nahezu perfekt? Das verstehe ich nicht. Also hier oben können wir nichts machen, da können wir uns nicht bewegen. Und hier in dem Raum können wir auch nichts Neues mitnehmen. Das ist halt doch ziemlich doof. Das hatten wir schon Ich möchte angeguckt, nicht ne? wirklich herausfinden. Ja, genau, das hat man schon angeguckt. Ich habe mir überlegt, ob wir nicht irgendetwas machen können mit der Tür. Hat er die Akten jetzt eigentlich? Doch, er hatte die Akten gelesen, ne? Was hatte er denn noch hier alles gemacht? Der Rollstuhl. Da konnte man jetzt auch nichts mehr Wahrscheinlich ist er machen. kaputt. Das Diktiergerät haben wir uns ja schon angehört. Hier, das haben. Die können wir nochmal mitnehmen? Hä? Wenn ich mich nicht irre, dann ist in einer der Flaschen dieses Zeug, mit dem Paris betäubt wurde. Den Rest kann ich aber immer noch nicht identifizieren. Ja, meine ich doch, weil er hatte doch eigentlich gesagt, dass er das nicht mitnehmen möchte, weil er es nicht identifizieren kann. Ach, wir haben jetzt erst Betäubungsmittel. Phenylcyclidin Piperidin, kurz PCP. Das Zeugs, mit dem sie den armen Paris außer Gefecht gesetzt haben. Ach, jetzt verstehe ich das, weil wir die Akten, dann haben wir, glaube ich, erst das angeguckt und dann die Akten gelesen. Weil wir die Akten gelesen haben, kann er jetzt hier dieses Zeug, erkennen, sage ich jetzt mal, was das ist. Okay, Moment, können wir das, Wenn ich können jetzt wir? aus Versehen in die Nadel fassen sollte, dann wäre dieses Abenteuer wohl ziemlich schnell beendet. Geht doch nicht? Ne, wir haben die Flasche immer noch. Obwohl, Moment, da ist doch jetzt vergiftetes Blasrohr. Ah, okay. Dann versuch... Ups, mein Mauszeiger ist weg. Dann versuchen wir jetzt doch nochmal, den zu treffen. Hier war ja die Wache, ne? Genau. So. Wenn ich die Wache angreife, wird sie noch in der Lage sein, aus dem Raum zu laufen und Alarm zu schlagen. Scheiße. Das sollte ich nicht riskieren. Okay, dann gehen wir halt doch nochmal... Vielleicht kann er jetzt, wo wir das jetzt gemacht haben, vielleicht kann er jetzt die Tür schließen. Weil, ganz ehrlich, einen anderen Weg sehe ich jetzt auch nicht. Aber das mit der Flasche, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass der die erst identifizieren muss, das muss ich mir merken, weil das wird dann wahrscheinlich auch so ähnlich sein in den nächsten Folgen. So, von hier aus kann ich ja nicht schießen, ne? Kann ich jetzt das Ding wegnehmen? Anscheinend ja. Mist! Wie ist denn das passiert? Okay. Der Kerl macht einen ganz schönen Lärm. Ich sollte ihn schnellstens zum Schweigen bringen. Ja. Ich werde jetzt... Ich sollte erst einmal die Wache zum Schweigen bringen. Ja, das will ich doch. Kann man den jetzt an... Oh, Moment. Anschießen? Ich denke mal, bei so einem stressigen Job könnte der Wache etwas Ruhe nicht schaden. Ah, perfekt. Kuckuck. Gute Nacht. Was war denn das? So, den bin ich fürs Erste los. Dann mach aber auch das Guckloch hier oben wieder zu. Die Klappe dient wohl dazu, die Patienten von außen beobachten zu können. Naja, gut. Okay, die Tür wollen wir jetzt definitiv nicht öffnen. Wir haben leider auch keine andere Spritze mehr. Das ist die Eingangstür, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hier hatten wir doch, genau, da hatten wir eine Schüssel, die wir uns klauen. Hoffentlich. Zumindest können wir was damit machen. Die Suppe ist so dünn, dass ich die Hälfte unterwegs verlieren und dann wohl den Rest meines Lebens nach Käse stinken würde. Suppe, die nach Käse stinkt. Okay. Können wir vielleicht was von dem Betäubungsmittel zusätzlich noch in die Suppe tun? Nee, anscheinend nicht. Entweder eine Live-Übertragung aus... Ja, das haben wir ja eben. Eine Pinnwand mit unglaublich vielen kleinen Zetteln. Dienstanweisungen, nackte Frauen, Telefonnummern. Nichts, was mich jetzt irgendwie weiterbringen würde.
Oh, bei den nackten Frauen bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich meine, da müsstest du Nina nicht mehr suchen. Aber dann wäre das Spiel ja zu Ende. Also suchen wir jetzt erstmal weiter nach Nina. Ich hoffe, da oben ist sie. Hier sitzt also die zweite Wache. Mist. Wäre ihr fast in die Arme gelaufen. Noch einen Schritt weiter und sie wird mich bemerken. Ich muss mir was einfallen lassen, um sie abzulenken. Ah, ist das jetzt dein Ernst? Kann ich hier irgendwas kombinieren? Kann ich das mit dem... Kann ich nicht. Okay. Oh. Hinter dieser Tür müsste Ninas Zelle sein. Ja, denke ich auch mal, weil der hier Wache hält. Das ist doch das Einzige, was ich hier anklicken kann, ne? Was einfallen lassen? Ja, ich könnte ihm die Kehle aufschlitzen, aber... Offensichtlich will der das jetzt nicht. Was ist denn mit der... Was ist denn mit der Suppe? Wenn man die unten... Moment. Und ich würde mich dann verstecken, würde das gehen? Kann ich die jetzt vielleicht mitnehmen oder so? Die Suppe ist so dünn, dass sie... Ja. Stimmt, der Gestank würde mich verraten. Auch wenn ich irgendwo hinter der Säule oder im Schrank stehen würde. Der Gestank würde mich wahrscheinlich verraten. Kann ich das verwenden? Das ist irgendwie... Nee, kann ich auch nicht. Kann ich das oben? Oh Gott. oder sie klopft jetzt irgendwie gegen die Tür. Das könnte man vielleicht auch mal versuchen. Abgeschlossen. War. Ja, aber du sollst dagegen klopfen. Ne? Das geht auch nicht. Kann ich hier nirgendwo so nach dem Motto, ey, ich will hier raus. Und dann ist der abgelenkt und dann kann ich den irgendwie überwältigen oder so. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Das kann ich auch nicht mit der Wache benutzen. Vielleicht kann ich die erwürgen mit dem Stethoskop. Auch nicht. Der eins draufgeben. Auch nicht. Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Lösung. Das will der ja nicht. Ich kann auch keinen Wattebausch. Ihr Handy ist aus. Ja. Wir haben Betäubungsmittel. Wir haben ein Rohr, was wir nicht benutzen. Also wir können die Wache nicht niederschlagen. Wir dürfen sie nicht aufschlitzen. Wir dürfen sie nicht erwürgen. Und wir dürfen sie nicht föhnen. Und wir dürfen sie nicht betäuben. Das finde ich jetzt persönlich am gemeinsten. Obwohl, Moment, betäuben? Doch, das ist noch das Betäubungsmittel. Dann ist das andere weg. Oder können wir jetzt diese Wattebäusche... Irgendwie? Ich sollte besser erst die Wache unschädlich machen. Ja, das ist mir schon klar. Aber das kann ich nicht machen, weil du ja nichts machst hier. Hier haben wir auch nichts. Oder kann ich hier... Da ist die Wache drin. Und das soll auch so bleiben. Schade, ich habe gedacht, ich könnte vielleicht jetzt die Tür hier öffnen. Und dem irgendwie was wegnehmen oder so, wenn ich jetzt nach draußen gehe. Verschlossen. Dann komme ich nicht raus, weil die Tür verschlossen ist. Okay. Also, die... Können wir da irgendwas von der Pinnwand runternehmen? Da steht benutzen, aber... Eine Reißzwecke nehme ich mal mit. Aber die ganze Pinnwand muss ich nicht wirklich durch die Gegend schleppen. Eine Reißzwecke, okay. Hä? Was war denn das jetzt gerade? Das war doch gerade grün. Kann sie das vielleicht oben irgendwie verwenden für irgendwas? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich gucke unten nochmal nach, ob wir da noch irgendwas finden. Achso, ich kann ja doppelklicken, genau. Beziehungsweise, ob wir hier jetzt noch irgendwas Neues haben. Die kann man auch immer noch nicht nehmen, nee. Wegen solcher Zustände würden sie bei uns ein Krankenhaus komplett dicht machen. Hoffe ich zumindest. Ich meine, ist doch scheiß auf den Typen. Also wir nehmen jetzt einfach hier irgendwas von diesen blutigen Tupfern und sorgen dann dafür, dass der Typ dann betäubt wird. Das können wir jetzt auch immer noch nicht mitnehmen. Die können wir jetzt auch nicht hier irgendwie... Nee. Also ich versuche die mal zu Nina hochzuschicken, aber keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas bringt. Ich kann die gar nicht hochschicken. Okay, gut. Beziehungsweise nicht gut.
Können wir den Typ mit einer Reißzwecke irgendwie ablenken? Ich glaub's ja nicht. Jetzt so das Einzige, was mir irgendwie einfallen würde. Irgendwie ist wieder mal mein heutiges Lieblingswort. Ach ja, Moment, nach oben. Wir haben hier absolut nichts. Oder Moment, kann man die... Nee, aber auch nicht mit der Suppe, okay. Man weiß es ja nicht, ne? Ich meine... Man kann da jetzt auch nicht wirklich... Was mitmachen? Ich hätte ja jetzt als im Blasrohr verwendet, aber ach, die ist vergiftet. Warum ist die vergiftet? Ach, dann habe ich die doch. Ach so. Aber wieso kann ich die dann nicht mit dem Blasrohr benutzen? Normalerweise würde ich habe etwas von dem Betäubungsmittel auf die Spitze geträufelt. Oder muss ich erst damit... Nee. Das hilft auch nichts, dass ich jetzt... Ich will die Wache betäuben! Mann, ist das denn so schwer? Ich kann ja auch sonst nichts anklicken. Ich kann ja nur die Wache anklicken. An der komme ich nicht vorbei. Ja, das ist mir schon klar. Deswegen sollst du das ja... Wenn die ja schon vergiftet ist, ich meine... Oder kann man die, wenn die jetzt vergiftet ist, in die Suppe tun oder so? Auch nicht. Ich will diese scheiß Suppe haben. Die Suppe ist so dünn, dass ich die Hälfte und... Ja, ist ja gut. Also es funktioniert alles nicht. Aber vergiftet kann ich die jetzt auch nicht nach oben schicken, ne? Ich kann auch nicht die Spitze abmachen, dass ich die als Blasrohr irgendwie verwenden kann oder so. Ja, mit ihr kann ich ja noch weniger machen als mit ihm. Normalerweise würde ich sagen, ach nee, wenn ich das jetzt versuche, nach oben zu machen. Ich habe etwas von dem Betäubungsmittel auf die Ja, es ist ja auch alles schön und gut, aber vielleicht muss ich dann hier irgendwas zusammenbasteln oder so. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt mehr als überfragt. Ihr Handy ist... Ich kann auch nichts mit der Suppe machen oder so, dass ich die irgendwie... Ich dachte, vielleicht könnte man da Betäubungsmittel reinmachen, wenn die eh schon so dünnflüssig ist und die dann nach oben stellen oder... Das kann man auch nicht mit der Suppe benutzen. Kann man da nicht... Kann man auch nichts dran machen, ne. Nee, tut mir leid, Leute. Ich bin da jetzt wirklich gerade total überfragt. Oder ich sehe irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich weiß es nicht. Die kann man auch nicht mit dem Tupfer irgendwie... Also das Einzige, was ich jetzt wirklich noch machen kann, ist, sämtliche Sachen überall zu benutzen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Da sind jede Menge Medikamente. Ja, es ist mir schon alles klar. Kann man damit irgendwas machen? Hier kann ich jetzt auch nichts Neues mehr feststellen. Weder unter dem Namen Kalenkov noch unter Perkova habe ich eine Akte. Okay.
Kann man das eigentlich mitnehmen? Nee, kann man nicht. Nee, also ganz ehrlich, ich bin da jetzt ziemlich überfragt, was ich hier machen soll. Leere Spritzen, verschmierte Verbände und ein Finger. Ob ich den Oleg... Ja, das hatten wir alles schon. Ich weiß, ich weiß. Die kann man jetzt auch immer noch nicht durch das Rohr nach oben schicken. Ja gut, das können wir hochschicken, aber wahrscheinlich brauchen wir das noch. Könnten wir auch hochschicken, aber da konnte sie ja schon nichts mit anfangen. Betäubungsmittel? Das Fläschchen ist ziemlich zerbrechlich. Ich behalte... Na gut, das können wir dann auch nicht machen. Ja. Das Problem ist natürlich, ich möchte jetzt auch nicht die Folge so lange hinziehen. Ich glaube nicht, dass es eine... So, dass wir jetzt, ja, dass ich jetzt die ganze Zeit wie blöde hier rumlaufe und ihr dann nicht mitbekommt, was man machen kann, beziehungsweise ihr dann eben, weiß ich nicht, 20 Minuten sinnloses Hin- und Hergelaufe jetzt hier mitbekommt. Das wäre natürlich auch doof. Moment, was ist denn hier mit der... Ich denke mal nicht, das war da. Das ist das Letzte, was ich jetzt noch probiere. Hm. Ja, also ganz ehrlich, ich bin da jetzt ziemlich überfragt. Ich verstehe nicht, warum ich die vergiftete Reifzwecke nicht mit dem Typen selber benutzen kann. Ich versuche jetzt noch ein allerletztes Mal zu dem Typen hinzugehen. Ob ich vielleicht einen speziellen Punkt von dem treffen muss, dass ich dem das irgendwie in den Nacken reinhauen muss. Keine Ahnung, damit er am besten da ja vergiftet wird. Wobei vergiftet ist natürlich relativ. Ich meine, es ist ein Betäubungsmittel. Aber das ist alles nur Wache. Also es funktioniert alles nicht. Ja, dann tut es mir wirklich leid, aber dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal die Folge beenden. Einzige Möglichkeit ist wirklich noch, dass ich durch das ganze Haus hier nochmal durchlaufe, mir nochmal alles komplett angucke. Aber es ist natürlich ziemlich langweilig, wenn ihr jetzt überall dabei seid und ich dann bei allem, was ich jetzt hier mache, immer wieder die Sachen draufziehe und so weiter. Wirklich bei allem, was geht. Weil anders wüsste ich jetzt nicht, wie ich jetzt hier noch weiterkommen sollte. Wir könnten ihr jetzt natürlich theoretisch das Stuhlbein schicken, dass sie da von innen irgendwie ja Lärm damit macht. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich meine, wir haben jetzt kein Wurfgeschoss bei uns. Und da war die Maus schon wieder weg. Ach, manchmal ist es ja auch ein bisschen nervig. So, ich könnte das ja hier abkürzen. Das war natürlich jetzt auch wieder sehr blöd, dass ich immer so gelaufen bin. Also ich bringe jetzt einfach mal alles zur Nina. Das kann ich ja nicht reinmachen. Die Flasche will er auch nicht, dass ich die nach oben tue. So, das Skalpell kriegt sie jetzt auch nochmal nach oben. Kann man das reintun? Das kann man natürlich nicht reintun. Das ist wahrscheinlich auch zu groß. So, als allerletzte Amtshandlung, weil ich sonst absolut nicht weiß, was ich noch machen soll. Nee, hier kann man aber auch nicht gegenhauen. Es wäre jetzt noch meine Hoffnung gewesen, dass ich hier irgendwie gegen die Tür hauen könnte oder so. Mit ihm sprechen kann über ich über dieses Rohr kann ich mit Max nicht reden. Oder muss er mit ihr sprechen? Nina ist am anderen Ende des Rohrs. Ich muss sie so schnell wie möglich hier rausholen. Nö, mehr sagt er auch nicht. Sonst hätte er sagen müssen nach dem Motto, zähl mal bis, keine Ahnung, und dann... Oh, Moment. Nimm dies, du Schrecken jedes Gesundheitsamtes. Ah, okay, wir haben jetzt Schaumstoff. Schaumstoff. Ah, sag mir bitte, dass der damit den Typen betäuben kann.
Mist. Das funktioniert nicht mit dem Betäubungsmittel. Wofür wir jetzt diesen Schaumstoff haben, weiß ich jetzt auch nicht. Sie kann aber anscheinend das Skalpell sonst nirgendwo mehr benutzen. Das gebe ich jetzt mal wieder runter. So, dann, das kann sie ja auch nirgendwo benutzen. Das gebe ich auch mal wieder runter und ich denke mal, das Rohr gebe ich dann auch wieder runter. Das war ja eigentlich von Anfang an dafür gedacht, dass man es halt eben runtergibt. Ja. Ich meine, sie kann ja auch mit den Fäusten gegen die Tür hauen. So ist es ja nicht. Wofür sie jetzt noch die Schnur braucht, weiß ich nicht genau. Kann ich mit dem Skalpell. Nee, kann ich auch nicht kaputt schneiden oder so. Das Rohr irgendwie damit verbinden. Ich könnte natürlich auch einfach so rumgehen und das Ganze darüber halten. Es wäre vielleicht manchmal einfacher. Okay, ich kann damit jetzt momentan noch nichts machen, aber wir könnten es noch mal bei der Wache versuchen. Aber da wir jetzt wirklich über die 20 Minuten drüber sind, weil wir hier wie blöd rumgelaufen sind, würde ich sagen, ich gehe jetzt noch mal mit euch eben zur Wache und werde dann einen, oder kann ich das mit der Suppe benutzen? Ah, das riecht nach Käse. Oder das wird gleich nach Käse riechen. Der Schaumstoff saugt sich mit der Suppe voll. Der Schaumstoff hat die Käsesuppe aufgesogen und riecht dementsprechend streng. Okay. Ich meine ja immer noch, dass wir irgendwas damit machen können, aber anscheinend nicht. Okay, mit diesen Käseschwamm nennen die das jetzt, stehen wir jetzt erstmal hier oben. Vielleicht können wir damit jetzt den Wärter ablenken. Das wäre natürlich ziemlich klasse, indem wir ja ihm einfach das Ding vor die Füße werfen oder ihn den Geruch unter die Nase halten und vielleicht setzt er sich dann ja in diese Reißzwecke rein und ist dann betäubt. Wir wissen es nicht, aber das wäre jetzt so ein Gedanke, was eventuell passieren könnte. Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Tut mir leid, aber ich muss da selber für mich selbst auch die Hochspannung, nee, die Hochspannung, die Spannung noch ein wenig hochhalten, weil wir nämlich jetzt wieder zeitlich etwas drüber sind. War jetzt eine ziemlich anstrengende Folge, wie ich fand, weil wenn man so ein bisschen feststeckt, was wir vielleicht immer noch tun, ich weiß es ja nicht. Dann ja, zieht sich halt alles ein bisschen hin, aber ich hoffe, wir kommen der Lösung des Rätsels auch in der nächsten Folge wieder weiter auf die Spur. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dahin, ciao!